Was ich hier heute früh noch nicht gesagt habe, ich bin ja irgendwie am Ende ein bisschen gehetzt gewesen, ich möchte doch noch ein paar Worte hierzu sagen. Dieses Rucksackproblem, ich habe letztes Mal heute früh auch darüber gesprochen, da geht es also darum, wie man eine vorhandene Ressource, wenn man eine große Anzahl sagen wir mal, diskrete Stücke hat, die man aus dieser Ressource herausholen will, also zum Beispiel ein Stück Sperrholz und möglichst viele Teile für die Serienproduktion von Vogelhäuschen ausschneiden möchte, wie man da die maximale Anzahl Material rauskriegt. Und bei der nächsten Platte muss man dann wieder optimieren, wie man da die maximale Anzahl herauskriegt. Genauso, wenn man irgendwas in einem Lastwagen transportiert, das, was man gewichtsmäßig und raummäßig da reinkriegt, so dass man da den möglichst großen Gewinn hat. Das ist dieses Rucksackproblem, und das ist ähnlich wie der Traveling Salesman. Und da passt das, ist das polynomial zurückführbar auf das Sattproblem. Und das Sattproblem umgekehrt auf den Traveling Salesman oder sowas. Das Einzige, was man sich jetzt noch fragen muss, ist dieses P gleich NP oder nicht? Die meisten Leute glauben, die meisten theoretischen Informatiker sind fest davon überzeugt, Glauben ist der falsche Ausdruck, sind fest davon überzeugt, dass das zwischen dem P und dem NP ein Unterschied existiert. Dass also P nicht NP ist und dass man diese Probleme eben nicht polynomial lösen kann. Wenn man übrigens eines von diesen Problemen polynomial lösen könnte, weil man das Satt auf dieses Problem polynomial zurückführen kann, dann wäre es natürlich auch polynomial, dann hätte man das hier bewiesen. Aber man hat eben keine so eine polynomiale Lösung für die Probleme hier gefunden. Es gibt immer mal wieder Beweise, dass es doch das Gleiche ist, aber wenn man diese Beweise dann abklopft, stellt man fest, dass da irgendwo ein Fehler drin ist. Bisher hat man das eben nicht zeigen können, dass das gleich wäre, und deshalb sind wir auch fest davon überzeugt, dass das ungleich ist. Und man muss auch sagen, viele von unseren Verfahren, gerade die Kryptographie, verlassen sich auch darauf, dass die Lösung von so einem Passwort, sagen wir mal lieber Schlüssel knacken, dass das nicht in nicht polynomialer Zeit nur erledigt werden kann. Nur in nicht polynomialer Zeit erledigt werden kann, dass es eben nicht in polynomialer Zeit geht. Denn wenn man in polynomialer Zeit so einen Schlüssel entschlüsseln könnte, so eine Nachricht entschlüsseln könnte, dann wären unsere Kryptographieverfahren, wie wir sie heute benutzen, unbrauchbar. Und das wäre einigermaßen unangenehm, formulieren wir es mal so. Ja, dann könnte ihr Nachbar in ihrem Wireless LAN mitsurfen, und das wäre noch nicht so schlimm, aber anschauen, was sie denn da so übertragen in ihrem Chat, in ihren E-Mails. Das wäre schon relativ unangenehm. Die Wireless LANs sind ja ein ziemlich weit verbreiteter Fall von Kryptographie. Die benutzen ja gerade hochwertige Verschlüsselungsverfahren. Und die verlassen sich darauf, dass man das eben nicht in polynomialer Zeit knacken kann. Also da gibt es ganz, ganz praktische Auswirkungen. Wenn das hier der Fall wäre, dann hätten wir schon ein größeres Problem, formulieren wir es mal so. Auf der anderen Seite würden wir uns auch wieder freuen, weil Optimierung, unsere Stundenplanprobleme, Transportoptimierung super schnell zu erledigen wäre. Das wäre dann auch wieder schön, gerade Transportoptimierung oder sowas. Wie kriegen wir die Lastwagen, die da rumfahren, eine Spedition, möglichst gut vollgeladen, sodass die wenig Leerfahrten machen. Und Sie können sich schon überlegen, dass sowas wie Transportoptimierung, Logistikoptimierung,
dass das hier irgendwie mit dem Traveling Salesman und mit dem Rucksack zusammenhängt. Ne? Also wie kriegen wir den Lastwagen A gut voll mit möglichst vielen Fuhren oder mit möglichst viel Ladung, die viel Geld bringt, und wie kommen wir dann an den Ablieferstellen optimal vorbei. So viel also zu diesen Anwendungsbeispielen hier von diesen NP-vollständigen Problemen. Was Sie, das habe ich heute Vormittag schon mal kurz gesagt, noch so gerade ebenso, mitnehmen sollten hier, ist insbesondere, wenn Sie denn mal ein Problem lösen müssen, ein Programm für ein Problem lösen, für ein Programm für ein Problem schreiben, und Sie sehen solche Strukturen wie das Klickenproblem oder solche Hamilton-Kreise oder den Traveling Salesman oder so wie das Rucksackproblem, zum Beispiel Stundenplanoptimierung oder überhaupt nur Stundenplan erstellen, dann denken Sie bitte dran, die Dinger sind NP-vollständig. Wenn also die Zahlen nach oben gehen, Anzahl Vorlesungen, Anzahl Hörer bzw. Anzahl Hörergruppen, Anzahl Vorlesungssäle, und dann gibt es ja eigentlich, müsste man auch noch die Distanz berücksichtigen von den Vorlesungssälen unten hier oben hin und so weiter. Wenn also die Parameter für so ein Optimierungsproblem bzw. so ein Rucksackproblem, die Eingangsvariablen stark zunehmen, Tausende, zigtausende werden, dann dauert es eine ganz lange Zeit, bis Sie das gelöst haben. Und daran sollten Sie denken, und da muss man dann auch auf Effizienz achten. Also dass mit irgendeinem Visual Basic Script für einen Excel die Stundenplanung hinzukriegen, das ist wahrscheinlich etwas optimistisch. So, damit schließe ich jetzt mal dieses Kapitel ab. Ich möchte jetzt noch das Kapitel Anwendungen anfangen. Bei Anwendungen geht es mir um typische Programmsysteme der Informatik. Und als erstes, dafür steht dieses Gelbe hier, möchte ich über die Datenbanken sprechen. Das werden wir heute machen, das werden wir Anfang nächste Woche auch noch machen. Vorläufig ist in den Unterlagen, ich habe auch neue Unterlagen, eine neue Version fabriziert, die liegt auf meinem ARA herum, die können Sie sich runterladen, also auch wieder als PDF und als iBook. Es ist noch nicht im iBook-Store, da will ich erst noch das Semester jetzt noch fertig machen, bevor ich das in den iBook-Store packe, dieser neueste Update, da dauert es ja auch immer ein paar Tage. Ich hatte mir auch vorgenommen, dass diese Kapitel, also das Datenbanken ist komplett jetzt in den Unterlagen drin, die Sie sich holen können. Was noch nicht drin ist, sind diese weiteren Bereiche. Vielleicht werde ich auch noch diese weiteren Bereiche noch da reinstecken in das iBook. Aber hier im Rahmen der Vorlesung komme ich natürlich nicht mehr so weit mit der heutigen Stunde, die wir noch haben, und den zwei nächste Woche. Da kann ich hier nur noch ein bisschen anfangen, mal gucken, wie weit wir kommen. Zum Thema Bürosoftware, in dieses Kapitel gehören also dann Konzepte hinter Bürosoftware. Natürlich machen wir hier keine Clickstreams oder sowas, aber zum Beispiel bei der Tabellenkalkulation oder auch bei der Textverarbeitung lassen hier schon Konzepte erkennen. Es gibt dann auch noch einen Unterabschnitt Medienverarbeitung. Spiele werde ich wahrscheinlich nicht machen, das habe ich nur hier so erwähnt als Anwendungssoftware. Wobei das auch super interessant ist, das mit den Spielen. Man muss eigentlich ziemlich weit ausholen, und im weiteren Verlauf Ihres Studiums kriegen Sie auch noch ein paar Vorlesungen, die was mit dem Thema zu tun haben, insbesondere die virtuelle Realität und die Grafik. Also die Computergrafik-Vorlesung. Ich habe hier schon ein bisschen mit Computergrafik angefangen. Zu spielen gehört eben, wenn man das jetzt mal konzeptuell betrachtet, man würde ja in der Vorlesung sowieso nicht anfangen, hier irgendwie Monstern hinterher zu rennen und versuchen, denen da einen der 17 Köpfe abzuschlagen. Aber was zu spielen auf jeden Fall dazugehört, ist erstens
und ganz wichtig die Simulation. Und dazu gehört eine Physiksimulation. Die Autos, die sollen eben nicht fliegen, sondern schön auf der Straße rumfahren. Und nur wenn sie zu schnell fahren, dann sollen die möglichst realistisch aus der Kurve fliegen. Und auch sonst, ich meine, wenn sie in irgendwelchen Rollenspielen sind und mit dem Schwert diesen Drachen da nachstellen, dann wollen sie nicht durch die Bäume durchlaufen oder durch die Hauswand durchlaufen, sondern sie müssen ja außen rum. Auch dafür braucht es so eine Physiksimulation. Also in so Spielen gibt es Physics Engine und lauter solche Sachen, da werden hochwertige Rendering-Aufgaben erledigt. Und wenn Sie anschauen, die Computerspiele, die tragen im Augenblick ganz wesentlich zum wissenschaftlichen Rechnen bei, denn für die Computerspiele sind diese hochwertigen Grafikkarten entwickelt worden und es hat sich herausgestellt, dass die hochwertigen Grafikkarten auch noch anderweitig verwendet werden können und die schnellsten Computer der Welt bestehen heutzutage aus Tausenden von diesen Grafikkartenchips. Also jeder, der sich eine Grafikkarte für 300, 400 Euro kauft, finanziert die Forschung mit Supercomputern, weil dadurch die Chips in den Supercomputern so schön billig geworden sind. Also das zum Thema Spiele, da werde ich aber nicht mehr dazu kommen, dass ich das hier erzähle. Und es gibt natürlich auch Anwendung der Kommunikation, Telefondienst und so weiter, aber das möchte ich dann in der Vorlesung Rechnernetze auch noch diskutieren. Einen Teil von Ihnen kann ich ja da hoffentlich auch begrüßen. Medienverarbeitung, das ist auch was für die Vorlesung Multimedia, die es von mir auch gibt. Hier unten habe ich so einen Screendump aus einem Programm zum zum Erstellen von künstlichen Szenen, Szenarien in Filmen. Und naja, es gab auch mal eine Vorlesung, in der ich darüber erzählt habe. Das mache ich dann in der Multimedia-Vorlesung greife ich das nochmal auf. Und hier rechts auch noch so ein Flussgraph zum Orchestrieren von Medienpräsentationen beziehungsweise auch wieder so künstlichen Filmen, formulieren wir es mal so. Anfangen möchte ich aber mit etwas, das Ihnen ziemlich sicher nochmal begegnen wird. Mit den Datenbanken. Ich bin kein Spezialist auf dem Gebiet der Datenbanken, aber ich habe diese Folien, die jetzt kommen, zweieinhalb Stunden, die ich hier dazu präsentiere, abgeleitet aus Folien, die mir der Herr Oertel, hat mal hier eine Professurvertretung gehabt, vor einigen Jahren, wie Sie sehen, modifiziert, abgeleitet, weiterentwickelt. Das ist auch mit dessen Genehmigung übrigens. Und insbesondere kommt auch mein Beispiel da in modifizierter Form aus dessen Unterlagen, die er damals vorbereitet hat. Ja, Datenbanken. Datenbanken sind heutzutage eine ganz wichtige Komponente von dem Internet, von der in Anführungszeichen Cloud, so wie wir es kennen. Wenn Sie zu einem Internetshop hingehen und sich die Artikel anschauen, die da verkauft werden, dann kommen die Inhalte aus einer Datenbank. Die Bilder vom Artikel, das Gewicht, die Artikelbeschreibung, wie viel Stück der Verkäufer noch auf Lager hat. Die ganzen technischen Daten sind in dieser Datenbank, der Produkte sind in dieser Datenbank gespeichert. Aber auch für die das dann weiterverarbeiten, für die Logistik, die dahinter steckt, steht in der Datenbank drin, in welchem Fach im Hochregallager ist das, wie viel Platz braucht es im Karton, dass das System gleich Rucksackproblem den richtig großen Karton berechnen kann für die Lieferung an Sie für die 3, 4, 5 Artikel, die Sie sich zusammengesucht haben in dem Laden und so weiter. Also dieser gesamte, beim E-Commerce, der gesamte Shopping-Ablauf von dem ersten Besuch
den Sie auf der Webseite abstatten, wenn Sie nach Artikeln suchen, das dann in den Warenkorb legen und so weiter, bis zu dem Moment, wo das Ding bei Ihnen an der Haustür, an der Wohnungstür landet. Dieser ganze Prozess ist ein Prozess des Datenflusses durch Datenbanken, unter anderem. Aber auch wenn Sie bei einer Nachrichtenseite vorbeigehen, der Zeitung im Internet, und diese Nachrichtenseite lesen, die Artikel, die Sie da sehen, die sind nicht in HTML geschrieben, so wie man sich das vielleicht naiverweise denken könnte, sondern auch diese Artikel kommen aus einer Datenbank. Ja, da tragen die Redakteure Überschriften ein, die stecken Bilder rein, die schreiben den Kurztext für den Artikel, den Langtext für den Artikel, und nebenbei stehen auch in dem Artikel natürlich Statistikdaten in der Datenbank drin, wie oft das angeguckt worden sind, wie viele Anzeigen mit gerade diesem Artikel verkauft worden sind und wie viele Anzeigen mit einem anderen Artikel verkauft worden sind, also mit einem anderen Bericht auf der Nachrichtenseite verkauft worden sind. Also die Informationen, die Sie heutzutage im Web sehen, auch wenn Sie bei eBay vorbeischauen oder sowas, natürlich bei Amazon und natürlich bei allen Versandhändlern, die kommen aus Datenbanken. Und, naja, wenn Sie eine Preisvergleichsseite anschauen, dann sehen Sie da auch gleich wieder die Datenbankleistung dahinter, wenn man ein bisschen das anschaut. Wir wollen also hier ein wenig über Datenbanken sprechen, denn es könnte auch sein, dass Sie eines Tages, auch wenn Sie in irgendwelchen angewandten Gebieten jetzt in anderen Wissenschaften arbeiten, mal eine Datenbank organisieren sollen, erstellen sollen für die Messwerte, die in den letzten 20 Jahren in dem Institut erstellt worden sind, katalogisieren, in welchem Fach, in den Schubschränken, welche Proben drin liegen und so weiter und so weiter. Für all sowas kann man Datenbanken brauchen. Und deshalb glaube ich, dass es einfach wahrscheinlich ist, dass Ihnen Datenbanken nochmal über den Weg laufen werden. Und deshalb möchte ich hier ein bisschen was darüber erzählen, Ihnen so einen Geschmack geben, woraus so eine Datenbank besteht, erstens. Zweitens, wie man eine Datenbank entwirft, konstruiert, systematisch konstruiert. Und drittens, wie man die konkret programmiert, also eine Abfrage schreibt. Alle Artikel, die mehr als 3 Kilogramm wiegen, aus einer Datenbank, sich von der Datenbank auflisten lässt. Solche Aufgabenstellungen haben wir da. Zunächst mal ein bisschen Definition. Also so ein Datenbanksystem, abgekürzt DBS, besteht einerseits aus dem eigentlichen Datenbestand und zweitens aus dem Datenbank Management-System, also der Software, die da oben drüber sitzt und in dieses Lagerhaus von Daten Ordnung hineinbringt. Gucken wir uns das erste da mal an. Die Datenbank, das sind also die eigentlichen Bestände der Daten, also Artikelnummern, und ganz, ganz viele Gewichtsangaben, ganz, ganz viele Lagerorte im Hochregallager, ganz, ganz viele Preise. Und natürlich können wir uns vorstellen, dass wir sowas wie die Artikelbeschreibung, wir definieren uns einfach ein großes Array, 2, 3, 4-dimensional und tragen das da ein. Das funktioniert für 100 und 200 Artikel vielleicht noch ganz gut, meinetwegen auch noch für 1000 Artikel, aber bald danach bricht der Stress aus, wenn wir das so primitiv organisieren. Das müssen wir vielleicht ein bisschen geschickter organisieren. Das Erste, was man macht, ist, dass man zu den Datenbeständen auch Beschreibung der Datenbestände, die Metainformation, was ist denn was, in welcher Spalte steht das Gewicht, in welcher Spalte steht der Lagerort, wie ist das Gewicht beschrieben, sind das Gramm, Milligramm, wie viele Stellen können wir dafür haben, sind das Kilogramm. Ist das ein Float, ist das ein Integer und so weiter. Also diese Beschreibung, wie die Datenbestände aufgebaut und zusammengesetzt sind, die hätten wir auch gerne in der Datenbank selber. Das kann man nämlich, diese Metainformation, genauso behandeln wie die Datenbestände selber. Das ist auch noch interessant genug. Und im Jargon ist es ein Stück Hardware,
eine dicke Festplatte und ein kräftiger Rechner oder vielleicht auch viele Festplatten und mehrere kräftige Rechner oder viele kräftige Rechner. Das ist Software und die muss man auch, naja, je nachdem, was man sich da gönnt, muss man die auch bezahlen und dann die Daten, die da irgendwie reinkommen, die da erfasst werden, die man sich automatisch besorgt oder die man händisch da eintragen muss, eintippen muss. Das Datenbankmanagementsystem, das ist das Software-System, was ja, hier das System kontrolliert, managt und verwaltet. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Beschreibung hier, dass man die eingeben können muss und dass man dann danach, nachdem die Beschreibung eingegeben worden ist, die ja, Strukturen auf der Hardware, auf der dicken Festplatte generiert werden, die man dafür braucht, die Speicherstrukturen generiert werden und dann die einzelnen Artikel zum Beispiel abgefragt werden, sodass sie eingetragen werden können in die Datenbank. Das wird gleich noch ein bisschen konkreter. Natürlich braucht es auch irgendeine Form von, irgendein Ausdrucksmittel, mit dem wir unsere Daten beschreiben können. Und dazu dienen solche Datendefinitionssprachen, Data Description Languages, DDL. Damit formulieren wir die Metadaten. Und die Data Manipulation Language, DML, die dient dazu, dass wir der Datenbank so eine Art Kleinprogramm schicken können als Anfrage, sodass der uns alle Artikel, die mehr als 3 Kilogramm wiegen und von denen wir weniger als 10 Stück auf Lager haben, dass wir die herausbekommen. Die Beschreibung dieser Artikel. Oder zum Beispiel nur die Artikelnummern von allen Artikeln, die mehr als 3 Kilogramm wiegen, herausbekommen. Solche Abfragen werden wir dann auch noch uns anschauen, studieren. Um so eine Datenbank zu erstellen, zu designen, braucht man ein Datenmodell. Und das ist jetzt was Abstraktes, das man sich überlegen muss, das Datenmodell. Zunächst mal muss man diesen sogenannten Diskursbereich abgrenzen. Also man muss sich überlegen, welche Daten gehören zu meinem Problem und welche gehören da nicht dazu. Welche Daten muss ich unbedingt erfassen, um mein Problem lösen zu können? Welche Daten tragen dazu bei, dass ich es gut lösen kann? Was brauche ich dazu? Der Diskursbereich, hier unten steht das nochmal, ein Anwenden, das ist natürlich jetzt abstrakt und etwas umständlich formuliert, ein anwendungsrelevant, das meine ich mit, was brauche ich denn, um das Problem lösen zu können? Ausschnitt der Realität. Also ich will nicht alle Daten haben, sondern ich will nur die haben, die ich zur Problemlösung brauche, deshalb hier anwendungsrelevanter Ausschnitt. Irgendwie wird es mir jetzt zu kalt, wahrscheinlich ist wieder die Heizung aus. So. Der nächste Schritt, den wir machen müssen, wir müssen diesen Diskursbereich, also zum Beispiel in einem Handelsunternehmen, was er so verkauft, die Artikel, die er hat, wo sie im Lager sind, wie viele im Lager sind, die Kunden, die er hat, die Lieferanten, die er hat, irgendwelche Buchhaltungskonten, die dazugehören, Kreditoren und Debitoren und so weiter. Das muss ich abbilden auf eine Datenbank. Ich muss mir also überlegen, wie man das Gewicht vernünftig angibt, welche Parameter ich bei der Größe brauche und so weiter. Also Abbildung von solchen Informationen hier daraus, von Daten darauf auf die Datenbank. Und dann muss ich diese Daten, die ich da habe, die sind jetzt noch relativ unstrukturiert, die muss ich versuchen zu strukturieren. Ich muss Operationen drauf definieren. Und zu den Operationen gehört nicht nur, dass man abfragt, sondern auch, was muss passieren beim Löschen?
wenn ich einen Artikel löschen möchte, was muss, weil ich ihn nicht mehr verkaufe, was muss passieren, wo muss ich den überall noch entfernen, welche Querbeziehungen gibt es zwischen diesen Daten, die ich da speichere. Und auch das werden wir dann zum Beispiel hier bei diesem Diskursbereich Universität angucken. Na, beim Diskursbereich Universität, da habe ich einerseits die Personen, die hier aktiv sind, Studentinnen und Studenten, Assistentinnen und Assistenten, Professorinnen und Professoren. Ich sage jetzt einfach das nur so in Zukunft, aber ich habe es jetzt mal gesagt. Vielleicht sollte ich auch einfach das Professor sagen. Dann haben wir hier noch die Lehrveranstaltung, aber wir werden sehen, wir haben noch mehr. Wir haben zum Beispiel diese Beziehung hören, dass also Studenten in Lehrveranstaltungen sitzen, dass Professoren Lehrveranstaltungen halten. Und daraus ergeben sich dann Integritätsbedingungen. Also zum Beispiel, wenn wir eine Lehrveranstaltung löschen, dann müssen wir sicher auch dafür sorgen, dass diese Beziehung hören, die dazugehört zu einer Lehrveranstaltung, also wer die hält und wer da drin sitzt, dass die auch entfernt wird. Denn sonst könnte es ja passieren, dass wir diese Hören-Beziehung für irgendwas verwenden und dann auf die Lehrveranstaltung selber danach zugreifen wollen und die nicht mehr finden. Dann wäre die Datenbank inkonsistent. Und das wollen wir natürlich nicht. Also muss man nicht nur das beachten, sondern man muss diese Integritätsbedingungen formulieren und hinterher einhalten. Also auch darum geht es, wenn man dieses Datenmodell erstellt. Insbesondere beim Eintragen und auch beim Löschen gelten natürlich solche Integritätsbedingungen. Wir haben also jetzt über Datenmodell, Diskursbereich etwas gesprochen. Und jetzt möchte ich Ihnen eine Methode präsentieren, wie die Informatiker diesen Diskursbereich formalisiert und systematisch, dieses Datenmodell formalisiert und systematisch aufschreiben, sodass Sie mit dem, was Sie da aufgeschrieben haben, hinterher auch was anfangen können. Und mit anfangen können meine ich eine Datenbank generieren. So ein Entity-Relationship-Modell besteht also einerseits aus Entities, diese Gegebenheiten, also Personen, Gegenstände, Konzepte, Konzept wie eine Lehrveranstaltung, Konzept wie eine Prüfung oder sowas. Ja, nicht nur mir wird es kalt, Ihnen auch, gell? Also die Gegebenheiten müssen wir formulieren mit ihren Eigenschaften. Das meine ich hier oben, Diskursbereich auf Datenbank abbilden. Und wir müssen die Beziehungen unter diesen Objekten, unter diesen Gegebenheiten formulieren. Das kann sein, Professor hält Vorlesung, Student besucht Vorlesung, hört Vorlesung. Das kann aber auch sein, Artikel lagert im Fach 17 vom Hochregal. Das Hochregallager, das hat Fächer und noch weitere Attribute, wie lange dauert es und wie viel Energie kostet uns das, da einen Artikel da abzuholen. Aber wir brauchen insbesondere auch, welcher Artikel ist wo, in welchem Lagerplatz. Also solche Beziehungen möchten wir in diesem Entity-Relationship-Modell formulieren. Und das ist das ERM, das ist die Art, wie man häufig, ich bin schon fast versucht zu sagen, standardisiert, das Datenmodell aufschreibt. Wenn man so ein Entity-Relationship-Modell konstruiert, wir machen das gleich, nachdem ich Ihnen noch ein bisschen was über die Notation erzählt habe und über die grafische Repräsentation erzählt habe. Das hat
dieses IRM, das hat, damit es für uns nützlich ist. So. Das hat ein paar Entwurfsziele. Es soll, wenn es geht, schematisch sein. Schematisch ist deshalb gut, weil man weniger Fehler macht beim Benutzen, beim Eintragen. Und weil man es eventuell überprüfen kann mit einem Programm. Das bringt uns wieder ein bisschen zurück zum Entscheidungsproblem. Allgemein, also Halteproblem, allgemein kann man ja diese Entscheidung nicht treffen. Aber wenn man es richtig konstruiert, kann man es vielleicht schon die Entscheidung treffen, habe ich das richtig gemacht? Unter gewissen Voraussetzungen. Es soll ein zeitunabhängiges Modell sein. Also die Zeitachse soll nicht da drin, in Anführungszeichen, enthalten sein, sondern das soll längerfristig gültig sein. Wir wollen die verschiedenen Entwurfsphasen von so einer Datenbank damit begleiten mit dem Entity Relationship Modell. Also das ist mal das Erste, die Ableitung des Diskursbereiches, aber dann eben auch die Datenbank zu generieren und später das Überwachen von solchen Operationen, von Integritätsbedingungen. Ich meine, Operationen sind ja Schritte, die unsere Datenbank transformieren, wenn Sie so wollen, in eine neue. Nach jeder Operation haben wir ein bisschen eine andere Datenbank. Und wenn wir das geeignete Modell wählen, dann gelingt es uns, den gesamten Prozess zu begleiten, auch den Entwicklungsprozess, den Programmierprozess vernünftig zu begleiten. Wir wollen Zusammenhänge in unserem Modell auch visuell präsentieren können. Das werden wir gleich sehen, wie das geschieht. Und so ein Entity-Relationship-Modell muss auch irgendwie verständlich genug sein und nicht so viele technische Details enthalten, dass man mit den Anwendern kommunizieren kann. Insbesondere sollen die Anwender mit den Feldingenieuren, also die da draußen sind und das Problem analysieren, abstrahieren, das Datenmodell entwickeln, die sollen damit kommunizieren können und später dann, wenn die tatsächliche Datenbank und die Software dazu programmiert werden soll, dann soll der Feldingenieur mit den eigentlichen Entwicklern im Büro darüber sprechen können und auf Basis von diesem Entity-Relationship-Modell kommunizieren können. Und was wir dann als Letztes haben, dass wir das Datenmodell, was wir erzeugt haben, schematisch, mechanisch im Sinne von definierte Schritte, die wir kennen, die man beschreiben kann, dass wir das abbilden können, dieses Entity-Relationship-Modell in eine Datenbank, in ein Datenmodell. Insbesondere interessiert uns da aus allerlei Gründen, über die wir noch ein bisschen sprechen werden, dieses Relationenmodell, das sich für einen großen Teil der Datenbanken, so wie wir sie heute benutzen, durchgesetzt hat. Weiter. Die einzelnen Elemente auf den kommenden Folien, das sind ein paar, möchte ich die einzelnen Elemente von so einem Entity-Relationship-Modell besprechen. Und dann auch über deren grafische Darstellung. Wir werden dann hier solche schönen Grafiken sehen und insbesondere hier zu dieser Grafik dann kommen. Und jetzt sehe ich, dass ich hier ein bisschen was vergessen habe. Hier fehlt der rechteckige Kasten. Der grüne rechteckige Kasten, den wollen wir uns jetzt noch dazu denken. Ich muss den dann auch noch in die Unterlagen einfügen. Das hier. Das sollten Sie jetzt eigentlich hier oben finden. Eine Entity, ich komme schon wieder runter, schon wieder vorbei. Eine Entity ist eine diskrete
Abstraktion, eine Abstraktion eines Gegenstandes der Anschauung. Mich, Konzeptprofessor, Konzeptstudent, Konzeptvorlesung, Konzeptartikel. Das sind Entities. Der Entity-Typ ist diese Verallgemeinung. Wir nehmen also gleichartige Entities, Professoren, Assistenten, Studenten, Elektrogeräte, Kleidung, Autoteile und so weiter und so weiter. Das sind Entity-Typen. Also wir nehmen mehrere Ausprägungen davon, mehrere Entities. Hier steht nochmal schön formuliert, Gegenstand der Anschauung oder des Denkens. Eine Vorlesung ist auch eine Entity. Ein Buch ist eine Entity. Wir könnten aber auch Entities haben wie Sätze und Beweise und solche Dinge. Und die fassen wir, verallgemeinern wir, klassifizieren wir auf so einen Entity-Typ. Also eine Entity in diesem Sinne ist der Herr Pforzheim und der Herr Jasper und der Herr Steinbach und der Herr Meier und so weiter, der Herr Schäben, wer Ihnen alles so als Professor über den Weg läuft. Der Entity-Typ davon, das ist ein Professor. Und Studenten, ja, gucken sich selber an, lauter Entities hier in der Vorlesung. Und der Entity-Typ, der dem zugrunde liegt, die Verallgemeinerung, Student. Grafisch als Rechteck mit Namen, hier gemalt nochmal, beziehungsweise hier in dieser Zeichnung, das ist ein Entity-Typ. Nee, dieses Stück Grafik fehlt da. In unserem Beispiel haben wir Entities wie Studenten, Assistenten, Professoren, Lehrveranstaltungen, Prüfungen. Die werden wir uns dann noch angucken. Und das nächste, was wir haben, sind Relations. Relations, also das Ding heißt ja Entity-Relationship-Modell. Relationships, das sind Beziehungen zwischen jeweils einer Entity unterschiedlichen Entity-Typs. Mehrere Entity-Typen. Die müssen nicht unbedingt verschieden sein. Wir könnten auch zum Beispiel haben Zimmernachbar oder sitzen nebeneinander oder arbeiten in der Gruppe zusammen. Und da könnten es dann zwei Studenten sein, also zwei Entities. Vom Entity-Typ Student könnten zusammenarbeiten, dann hätten wir so eine Zusammenarbeitsrelation. Oder wir könnten eine Relation haben, hören, Studenten hören eine Vorlesung. Da wären dann die Entity-Typen in dieser Relation unterschiedlich. Der Relationship-Typ, das ist auch wieder wie hier oben die Entity-Typ, die Klassifikation von Entities ist, haben wir Relationship-Typ, die Verallgemeinerung von solchen Relationen. Sie hören die Vorlesung, Sie hören die Vorlesung, Sie, Sie, Sie und Sie und Sie auch. Also dieses Hören, das ist irgendwie eine Relation, die weiter verbreitet ist, also verallgemeinern wir sie zu einem Relationship Typ. Und grafisch ist das so eine Raute mit einem Namen drin, so wie hier gemalt und auch da, hier steckt es ja auch nochmal, 1, 2, 3, 4. Leider habe ich diese beiden Bildchen hier irgendwie vergessen. Die haben Kanten zu den Entity-Typen, um klarzumachen, der Entity-Typ hat eine Relation zu dem Entity-Typ, eine Relationship-Typ zu dem da, und das sind hier in unseren Beispielen sowas wie Lesen oder Hören, Prüfen, Voraussetzungen, da gibt es noch dieses Arbeiten für, das weiß gar nicht, ob ich das noch im Beispiel drin habe oder nicht mehr, ich glaube, das habe ich später dann nicht mehr drin. Gut, also Vorlesen, Lesen, Hören, Prüfen, Voraussetzungen, die haben wir aber auf jeden Fall drin und das werden wir uns gleich angucken.
So, Entities, die müssen, nein, nicht die müssen, die haben Eigenschaften. Diese Entity hier, die hat zum Beispiel einen Vornamen. Ein Attribut ist das. Und der Nachname ist noch ein Attribut. Und die hat hier in der Uni sicher auch eine Personalnummer, obwohl ich die nicht auswendig weiß. Noch ein weiteres Attribut. Ich habe ein Büro, in dem ich sitze. Noch ein Attribut. Ich habe ein Gehalt, das ist auch ein Attribut im Verwaltungssystem von der Universität. Das bin ich Ihnen jetzt nicht auf die Nase, obwohl kann man auch in Tabellen nachschauen. Beamtengehälter sind ja irgendwie öffentlich und transparent. Und ich habe noch ein paar weitere Attribute, Telefonnummer wahrscheinlich, E-Mail-Adresse und so weiter und so weiter. Also diese Attribute sind Merkmale, die Entities oder Relationships, Entity-Typen oder Relationship-Typen beschreiben. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, Namen, weitere, das sind einfach Merkmalsmengen. Namen sind aus Buchstaben zusammengesetzt und so weiter. Und es gibt da viele Namen, einfach Zeichenketten mit einer bestimmten maximalen Länge. Irgendwann müssen wir auch abschneiden, beziehungsweise Datum als Geburtsdatum oder Raumnummer oder Telefonnummer. Grafisch wird das so dargestellt. Und die Kante, die da rausgeht, die geht zum Entity-Ship, zum Entity- oder zum Relationship-Typ hier. Und das ist dann in der Zeichnung, dann hier zum Beispiel Student, so angehängt. Ah, doch, das Arbeiten für ist auch noch hier unten. Ich glaube, ich habe es dann nachher nicht mehr. Guck mal nach weiter. Das sind eben Namen, Vornamen. Das könnten Adressen sein, Fachgebiet, auf dem man arbeitet. Noten als Attribut für die Relationship, für den Relationship-Typ prüfen oder so weiter und so weiter. Und als nächstes, was wir da bearbeiten müssen, was wir uns da anschauen müssen, das sind die Schlüssel. Das sind ganz besondere Attribute, Schlüssel. Schlüssel sind Attribute, die noch Zusatzeigenschaften haben im Rahmen unseres Modells. Diese Schlüssel, die dienen zur Identifikation von Entities. Wir könnten einen Namen als Schlüssel nehmen, aber typischerweise nimmt man sowas wie Artikelnummern oder Personalnummern oder sowas als Schlüssel. Ihr Schlüssel, typisch als Student, ist die Matrikelnummer. Hat jeder mal gehabt. Die sollen insbesondere diese Minimalitätseigenschaft bezüglich der Identifikation haben. Also wenn Sie die benutzen, die sollen konkret einen identifizieren. Grafisch ist das wie ein Attribut dargestellt, aber wir unterstreichen das hier. Der Strich hier drin bedeutet, dieses Attribut wird als Schlüssel benutzt. Und das sind zum Beispiel Personalnummern und Matrikelnummern. Es gibt noch so eine besondere Sorte von Schlüsseln, die Primärschlüssel. Die werden technisch benutzt, um in der Datenbank möglichst schnell eine Entity oder eine Relationship zu finden. Also ein optimierter Zugriffsmechanismus. Hier steht pragmatisch ausgewählter Schlüssel. Naja, der uns die beste Effizienz verspricht, um, wenn man mehrere Schlüssel hat, die Entity oder die Relationship zu finden, die wir jetzt suchen. Solche Relationship-Typen, die kann man nochmal weitergehend klassifizieren. Da gibt es einerseits die 1:1 Relationships, Relationship-Typen, in unserem Modell, in dem Relationen, in dieser Relationship-Typ R, da kann
eine Entity aus, von diesem Entity-Typ E2 nur mit einer Entity aus E1 in Beziehung stehen. Und umgekehrt, E1 nur mit einer Entity aus E2 in Beziehung stehen. Das sind solche 1 zu 1 Relationships. Und wir werden dann später sehen, dass das durchaus eine Konsequenz hat für die Darstellung oder die Darstellung in der Datenbank, in dem Relationenmodell, das dann daraus kommt. Und das nächste hier, das 1 zu n in R, also in diesem Relationship-Typ, kann eine Entity aus 2, aus E2, nur mit einer Entity aus E1 in Beziehung stehen. Das steht doch da oben schon mal. Aber da oben war es symmetrisch. 1 zu 1 bedeutet, ein Professor hält eine Vorlesung. Und wenn der Professor nur genau eine Vorlesung hält und die Vorlesung genau von einem Professor gehalten wird, dann hätten wir das hier oben. Aber tatsächlich ist es ja nicht so, ich halte ja mehrere Vorlesungen. Also muss das Vorlesung halten, das Lesen, eine 1 zu n Relationship sein. Also ich halte mehrere Vorlesungen, jede Vorlesung steht zu mir in einer 1 zu 1, in einer so einer Beziehung, eine Entity aus dem Entity-Typ Vorlesung ist nur mit einer Entity aus dem Entity-Typ Professoren verbunden, aber ein Professor kann mehrere Vorlesungen halten. 1 zu 1 Beziehungen sind andere, also die in beide Richtungen symmetrisch sind, sind anders als diese hier. Und wir werden dann gleich merken, da braucht es auch was anderes in der Datenbank. Und dann gibt es noch die M zu N Relationships, das sind die, die noch übrig bleiben. Ne? Wenn wir 1 zu 1 hatten, 1 zu N hatten, das brauchen wir noch M zu N. Mehrere Entities aus E1 können zu mehreren in E2 eine Beziehung haben. Auch da haben wir dann ein Beispiel hier in unserem Modell. Ne? Das ist zum Beispiel hier der Fall beim Hören oder hier beim Prüfen. Ich komme jetzt noch auf diese Grafik hier. Man kann übrigens auch mehrstellige Relationship-Typen haben, also nicht nur hier zwei Zahlen, sondern auch sowas wie M zu N, L zu M zu N oder sowas ähnliches. Nicht nur zweistellige, sondern auch mehrstellige. Grafisch haben wir so eine Beschriftung der Kanten bei den Relationship-Typen. Ja, wenn ich das jetzt hier vorne richtig gezeichnet gehabt hätte, hätten Sie die Raute schon mal gesehen. Wir haben also hier den Namen von dem Relationship-Typ drin stehen und hier schreiben wir dann hin 1 zu 1 oder 1 zu n oder auch m zu n hier und deshalb habe ich hier x y geschrieben. Das steht für diese hier. Wenn wir einen M zu N zu O Modell haben, Relationship-Typ haben, dann müssten hier eben drei Kanten rausgehen. Es können auch bei manchen Relationship-Typen könnten es vielleicht auch 5 oder 6 werden, wobei ich nicht sicher bin, dass das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollte man dann versuchen, nochmal die Relationship anders zu strukturieren. In unserem Beispiel haben wir 1 zu n, m zu n und dieses m zu n zu 1 fürs Prüfen. Nehmen wir uns jetzt mal dieses Beispiel hier vor. Fangen wir oben links an. Wir haben das Student, Schlüsselmatrikelnummer. Das habe ich Ihnen ja irgendwie schon angedroht gehabt. Das Matrikelnummer, das Attribut ist, über die wir da Eindeutigkeit haben wollen, dass wir den mit der Matrikelnummer wiederfinden und wir hätten es auch bitte gerne so, dass wir da nicht 2 zurückkriegen, wenn wir eine Matrikelnummer reinstecken. Ich meine, wenn wir den Namen Meier da reinstecken, dann kriegen wir vielleicht 2 zurück oder auch 3. Dann,
Ja, der Name ist sicher ein Attribut und die Semesteranzahl. Damit wollen wir es mal bewenden lassen. Natürlich bräuchten wir eigentlich viel mehr, aber Sie sehen ja, dass meine Folie dann, der Text, der Schrifttyp ist sowieso schon relativ klein. Dann wird es auf meiner Folie ein bisschen eng. Das ist ja also die Entity mit ihren Attributen, Student. Dann haben wir noch die Entity Assistent mit den Attributen Personalnummer, Name und Gebiet, für das die zuständig sein sollen. Dann haben wir hier noch den Professor, die sind wieder nicht mehr für Gebiete zuständig. Der hat auch eine Personalnummer, der hat auch einen Namen. Der hat ein Zimmer, in dem er sitzt, na, dass die das hier nicht haben. Das ist natürlich nur in unserem dummen Beispiel so. Natürlich haben die auch einen Raum. Und dann gibt es hier noch dieses Feld Rang. Das hat der Herr Oertel damals so eingebaut, weil es ihm irgendwie wichtig war. Ich lasse es hier noch deshalb so stehen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich es mal rauswerfe, aber vielleicht ist es auch ganz spaßig, dass wir hier einen haben mit 4 Attributen. Am Ende würde noch der Leser, der nicht hier in die Vorlesung kommt, sondern nur die Folien sich kurz vor der Klausur anschaut, glauben, dass alle Entities genau 3 Attribute haben. Das ist natürlich nicht der Fall. Deshalb gibt es hier eins mit 4. Die Relationships, die wir hier sehen, hier gibt es noch die Entity-Vorlesung. Da habe ich also eine Vorlesungsnummer, Semesterwochenstunden und sowas wie einen Vorlesungstitel. Das ist auch wieder nur ein String. Sie sehen übrigens, die Datentypen, die dahinter stecken, die sind hier in unserem Diagramm nicht drin. Also, na, das hier ist irgendwie eine Nummer, 4-stellig, 5-stellig, wer weiß, die ist wohl 5-stellig hier, aber an anderen Unis sind die vielleicht auch 6-stellig oder 7-stellig oder 8-stellig, ich weiß es nicht. Und auch hier, der Name ist ein String, das hier ist wohl nur eine Ziffer und hier vielleicht 2 Buchstaben oder sowas. Dazwischen haben wir jetzt hier zum Beispiel, so Relationships, hallo, zwischen einer Entity von mehreren Entity-Typen. Das müssen nicht notwendig verschiedene Entities sein. Und deshalb haben wir hier das Voraussetzen, das ist jetzt so eine Relationship zwischen Vorlesungen. Und es kann also sein, dass eine Vorlesung mehrere andere Vorlesungen voraussetzt. Und natürlich ist es auch so, dass eine Vorlesung für mehrere andere Vorlesungen Voraussetzung sein kann. Deshalb hier N und M. Das Hören, das ist so eine Relationship zwischen der Entity, zwischen Entity-Typ Student und dem Entity-Typ Vorlesung. Und auch da haben wir wieder Studenten hören mehrere Vorlesungen und hoffentlich sitzen in der Vorlesung auch mehrere Studenten. Wohingegen der Professor in der Regel, in unserem Modell ist es auf jeden Fall so, alleine ist beim Lesen von der Vorlesung und wieder hoffentlich ein paar mehr Studenten. Außer es gelingt ihm, sie alle zu vertreiben. Jetzt gibt es hier noch die Assistenten und diese arbeiten für Relation für einen Professor. Und hier diese Prüfen-Relation, die ist noch deshalb ein bisschen interessant, weil die noch denselben Attribut hat. Ja, wenn ich das jetzt hier nicht drin hätte, sondern nur prüfen, könnte man wieder beim alligen Prüfen vorbereiten, glauben, die haben keine Attribute, aber selbstverständlich können auch Relationships Attribute haben. Hier habe ich die Note eingetragen dazu. Wir könnten aber vielleicht auch noch den Raum und natürlich eine Uhrzeit dazu packen. Die bräuchten wir schon auch. Die Uhrzeit und das Datum. Aber wir wollen das Modell ja einfach halten, dass wir ein paar Beispiele machen können, aber wir erheben wieder mal keinen Anspruch auf komplette, vollständige Abbildung des Diskursbereiches, sondern dass was Nützliches dabei herauskommt. Ja, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich Sie mal fragen kann, ob Sie vielleicht eine kleine Frage haben hier an dieser Stelle. Nö.
Jetzt komme ich zu der Abbildung zur Implementierung. Die Implementierung ist hier noch relativ abstrakt. Oh, dass der dieses Zeichen so komisch gemacht hat, das finde ich jetzt unschön. Das sollten einfach nur normale Pfeile sein und nicht so ein Knöpfchen. Aber das ist halt jetzt so entstanden. Ja, das, in dem Authoring-Programm, das auf dem Mac läuft, waren das natürlich auch hier normale Pfeile und jetzt sind es diese blauen Buttons hier, das nervt. Aber nun gut, muss ich mich drum kümmern. Dieses relationale Datenmodell, das geht auf den Herrn Card zurück, circa 1970. Und der hatte eine schlaue Idee. Die Idee ist, wir haben Entities und Relationships. Und diese Entities und Relationships, da könnten wir doch eine Algebra drüber veranstalten. Dieses Entities und Beziehungen zwischen den Entities formal aufschreiben und darauf so eine Relationenalgebra veranstalten. Wenn man so eine Relationenalgebra damit macht, dann kann man auch formal was beweisen und formal entwickeln. Also formale Arbeitsmethoden, Transformationen vorgeben. Und dann kann man hoffentlich sogar dafür sorgen, dass man, wenn man eine Operation macht, die so abbilden kann auf die Datenbank, dass man weiß, dass sie korrekt durchgeführt wird. Deshalb hat er eine Relationenalgebra eingeführt. Und aus dem relationalen Daten, aus dem Entity-Relationship-Modell zum relationalen Datenmodell und dann zu einer konkreten relationalen Datenbank zu kommen, das ist genau ein schematischer, systematischer Vorgang. Und darüber wollen wir jetzt dann noch ein bisschen sprechen. Also diese Relationen, die bestehen aus Tabellen, in denen die Entities und die Entity-Typen und die Relationship-Typen, die wir jetzt dann uns entworfen haben, die Abstraktion von dem Diskursbereich, die wollen wir jetzt abbilden auf solche Tabellen. Die Tabellen bestehen aus Spalten und in den Spalten stehen die Attribute drin. Und die stehen aus Zeilen, da stehen die Entities drin. Schnelle Vorblende hierhin, da sehen Sie die Tabelle für die Entity Student. Da haben wir drei Spalten, Matrikelnummer, Name und Semester. Und da haben wir den 24002, den Herrn Turms, und der hat 18 Semester schon. Naja, heutzutage im Bachelor-Master-Modell ist das seltener geworden, dass man 18 Semester hinkriegt. Aber als Professor kennt man die mit den, also früher in den Diplomzeiten gab es natürlich schon eine ganze Menge von dieser Sorte, die kennt man dann auch schon recht gut. Wenn man so lange miteinander verbringt. Ne? Also hier werden dann die Semesteranzahlen ein bisschen weniger. Die Spalten sind die Attribute und die Zeilen hier sind die Entities. Genauso hier bei den Professoren und hier bei den Assistenten. Spalten für die Attribute, Zeilen für die Entities. Übrigens, das ist jetzt eine komische Geschichte, gell? Fällt Ihnen da was auf? Hier diese Assistenten, die hatten doch nur drei Attribute. Wo kommt denn jetzt diese vierte Spalte her? Das müssen wir gleich diskutieren. Das will ich jetzt noch nicht beantworten. Ich will jetzt Spannung aufbauen. Ne? Dass sie sich darauf freuen, dass irgendwann die Auflösung der Frage kommt. Ja, also Tabellen, dass die repräsentieren in den Spalten die Attribute und in den Zeilen die Entities. Das können Sie sich wahrscheinlich schon ganz gut vorstellen jetzt. Auf diesen Tabellen,
Dafür gelten natürlich auch solche Integritätsbedingungen, wie zum Beispiel Eindeutigkeit der Schlüssel und solche Sachen. Oder wenn wir Relationen haben, dass da, wenn wir eine Vorlesung haben, die einen Professor hält, dann muss es einerseits die Entity Professor geben und andererseits auch die Entity Vorlesung. Sonst hätten wir, wäre die Datenbank nicht, nicht korrekt. Ne? Sonst würde irgendwas noch fehlen. Also da muss man schon auch dafür sorgen, dass diese Integritätsbedingungen eingehalten werden und dass wir nicht, wenn wir eins löschen, das andere noch herumliegen lassen. Relationen, die, ja, das sind solche Tupel hier. Eine Relation ist ein Tupel, mehrere Attribute hier, unter der, die gehören hier dazu. Wenn diese einzelnen Teilmengen des kartesischen Produktes der Werte dazugehören. Also so ein Tupel R, das die Ausbildung V1, V2 bis Vn hat, das ist eine Menge von, das ist aus dieser Menge der Relationen heraus. Wir haben die Wertemenge Vi, die einzelnen Ausprägungen der Werte, wir haben die Attribute Ai. Und wenn man jetzt das kartesische Produkt über diese Wertemenge bildet, also die einzelnen Kombinationen davon bildet, dann ist so eine Relation eine Teilmenge des kartesischen Produktes. Hier also die Relationen stecken hier drin. Dann stehen diese Werte hier in diesem Bezug untereinander. Und so eine Relation, das drücken wir auch wieder als Tabelle aus. Und das werden wir uns auch gleich anschauen. Da setzen wir eben zu so einer Relation gehören ein paar Attribute aus diesen Tabellen hier von den Entities. Die setzen wir da in Beziehung. Diese Attribute von den Entities, von einzelnen Entities, die setzen wir mit so Relationen in so eine Tupelbeziehung. Gleich die Vorblende, die habe ich hier, die Relation, ne? Und da haben wir zum Beispiel hier das Hören, ne? Wir haben eine Matrikelnummer, eine Ausprägung von einem Attribut und hier eine Vorlesungsnummer, auch eine Ausprägung von einem Attribut. Hier sehen Sie gerade so eine vom Hören. Oder das Voraussetzen, die Vorlesung 5041 bezieht sich auf die 5001. Also, Entities in Tabellen, Relationen auch wieder in Tabellen. Im Beispiel haben wir Studenten, Professoren, Vorlesungen hier unten als Entities, die Relationen als Tabelle, das werden wir uns dann gleich noch angucken. Da müssen wir nämlich noch diesen Abbildungsschritt vornehmen, beziehungsweise, naja, Sie werden es gleich sehen, ich greife da jetzt nicht vor. Integritätsbedingungen, die hat der Herr Kott damals formuliert. Integritätsbedingungen, die dafür sorgen, dass so eine Datenbank als korrekt betrachtet wird. Da gibt es diese Schlüsselintegrität, da gibt es Domänenintegrität, Entity-Integrität und referenzielle Integrität. Über die sprechen wir jetzt nicht weiter. Es gibt noch eine Vorlesung Datenbanksysteme, die der Kollege Jasper hält. Da wird dann das noch vertieft. Da steckt dann gerade eben drin, dass man mit diesen Operationen, über die wir jetzt sprechen, Operationen auf Relationen, dass wir damit die Integrität der Datenbanken nach diesen Kriterien nicht verletzen. Und das sind solche Operationen, die wir machen dürfen, die
wenn alles richtig gemacht wird, die Integrität gerade nicht verletzen. Das ist die Vereinigung zum Beispiel. Wir vereinigen zwei Relationen R und S zu einer neuen. Wir bilden den Durchschnitt von R und S. Ich meine, wir reden hier über eine Algebra. Ne? Wir bilden die Differenz. Wir nehmen alle Tupel aus R, die nicht in S sind. Das sei die Differenz. Die Projektion PL. Wir nehmen eine Liste von Attributen, die uns interessieren und erhalten dann alle Spalten zu diesen Attributen. Die Projektion, die Selektion. Alle Tupel, die die Bedingung B erfüllen, also alle, die zum Beispiel in die Vorlesung 5001 gehen oder 5041 gehen. Ja, das ist die Selektion. Wir selektieren alle Relationen. Wir bilden eine kleinere Relation. Ne? Wir haben also hier so eine Relation und wir nehmen nur die raus, die die Bedingung B erfüllen. Wer geht in die Vorlesung 5001? Dann können wir noch das kartesische Produkt von zwei Tabellen bilden. Was da rauskommt, das ist ganz interessant, das ist eine viel größere Tabelle, nämlich die Kombination von allen. Also wir nehmen, wenn wir das Produkt da bilden, wir werden dann später weiter hinten, wenn wir über die Datenbanksprache sprechen, auch sehen, wie man das ausdrückt. So diese Produktbildung. Wir bilden also eine Riesentabelle, in der jeder aus R mit allen Elementen aus S, allen Entities aus S kombiniert wird. Und danach, da haben wir ja sehr viele erhalten, müssen wir dann mit einer Selektion wieder welche rausnehmen. Nachdem wir mit einer Selektion die rausgenommen haben, die uns interessieren, führen wir noch eine Projektion durch. Das heißt, wir lassen uns nur alle Spalten geben, die uns wirklich interessieren. Ich möchte alle Professoren haben, die mehr als 4 Semesterwochenstunden oder sowas Ähnliches arbeiten. Hoffentlich gibt es da welche. Also so eine Abfrage besteht also dann erstens mal aus der Produktbildung und zweitens aus einer Selektion und dann lasse ich mir noch nur die Personalnummern von denen geben. Das ist dann die Projektion. Aber wir können auch hier diese anderen algebraischen Operationen durchführen, wie zum Beispiel Vereinigung, Durchschnitt oder Differenz. Und das werden wir alles, diese Folie, die merken sich bitte noch ein bisschen, das werden wir alles wieder aufgreifen. Dann gibt es noch den Verbund als Operation, die Division und die Umbenennung. Das Verbund ist so ein Aneinanderhängen. Das Interessante, aber das ist nicht so interessant für das, was man in der Regel machen will. Das Interessante ist dieser Vorgang, das Produkt bilden, dann die Selektion machen und dann die Projektion durchführen. Das werden wir dann in unseren Beispielen auch noch betrachten. So, und jetzt das relationale Datenmodell von dem Herrn Kott, und das ist die eigentliche Leistung da drin, der benutzt auf diesen Relationen, die wir hier definiert haben, solche Operationen und dann kann man zeigen, dass die Datenbank von einem Zustand in einen konsistenten neuen Zustand, also wenn der Zustand I konsistent war, die Überführung, so eine Operation, die Datenbank wieder in einen konsistenten Zustand I plus 1 überführt. Und das ist eigentlich was ganz Tolles, weil wir jetzt, weil es uns jetzt hier mal gelingt, auch zu beweisen, dass das, was wir da machen, dass es richtig ist. Aber man braucht diesen formalen Apparat,
mit Entities und Relationships. Jetzt wollen wir uns ein bisschen kümmern, wie kann man dann denn so ein Entity-Relationship-Modell, also das hier, überführen in das relationale Datenmodell, diese beiden Folien hier. Und dazu gibt es auch wieder Regeln. Ein Entity-Typ, daraus wird so ein Relationsschema, eine Tabelle, mit der verpassen wir Namen, das ist der Name des Typs, Student oder Professor, mit Attributen und mit Schlüsseln. Naja, Schlüssel sind ja sowieso nur so besondere Attribute. Wenn wir vorher keine hatten, dann führen wir vielleicht sogar noch so ein Schlüsselattribut ein. Das soll ja dann minimal sein. Also gut, der Entity-Typ ist einfach überführt. Wenn Sie den hier angucken, ich muss jetzt wieder so ein bisschen blättern, wenn Sie den hier angucken, das ist der Entity-Typ, da haben wir die Attribute, hier haben wir den Professor, Entity-Typ, mit Attributnamen und hier sind die einzelnen Ausprägungen in den vier Spalten drin und wir hatten eben auch vier Attribute. Personalnummer, Name, Rang und der Raum. Naja, ich hatte erst Raum und dann Rang, glaube ich, aber Kleinigkeiten nicht angewiesen. Also wir haben diese Tabelle mit dieser Vorschrift. Wir nehmen den Namen, den schreiben wir oben drüber, das ist der Name dieser Tabelle, die da rauskommt. Die Attribute ergeben die Spalten und naja, vielleicht braucht es noch einen Schlüssel dazu oder auch nicht. In unserem Fall gab es schon die Personalnummer, die wir gleich als Schlüssel benutzt haben. So, fertig. Ich muss jetzt nur noch mal die Kleinigkeit nachgucken hier. Ja, da ist auch Personalnummer unterstrichen. Augenblick. Jetzt kommt es doch. Jetzt kann ich das wieder hier hinmontieren, das Mikrofon. Ja. So. Was wir uns noch nicht gekümmert haben, also die Entities zu überführen, das ist ja irgendwie schon mal gar nicht so schwer. Das haben Sie ja gerade gesehen. So ein Relationship-Typ zu überführen, da müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Da müssen wir, oder ein bisschen mehr denken, aber es ist auch nur eine Kleinigkeit. Ja, ich muss doch noch was machen. Ich muss noch eine Nase putzen, tut mir leid. Jetzt bin ich aus dem Bild, aber nicht nachführen, muss mich ja keiner erkennen hier. Da. Pardon. Also so eine Relationship, so eine M-zu-N-Relationship, aus der machen wir eine Tabelle. Wir verpassen der den Namen des Relationship-Typs und die Attribute, das ist erstens das, was wir da hatten, falls wir eins hatten, bei dem Voraussetzen hatten wir überhaupt keine eigenen Attribute. Da hatten wir nur ja, die Vorlesungen, die da dazugehören. Voraussetzen und Nachfolgen. Also schnappen wir uns die Primärschlüssel der beteiligten Entity-Typen. Das können zwei sein, wenn das eine M-zu-N-Beziehung ist, oder drei, wenn es M-zu-N zu O ist, oder auch vier oder fünf, wenn es eine fünfstellige Relationship war. Und die Primärschlüssel, die tragen wir ein in Spalten. Und dann, falls wir noch eigene Attribute haben, sowas wie Note oder so ähnlich, dann tragen wir das auch noch in eine extra Spalte ein. Beispiel, hier das Voraussetzen.
Da haben wir also kein weiteres eigenes Attribut. Wir haben nur Vorgänger und Nachfolger. Das sind jetzt also hier Primärschlüssel von Vorlesungen, die wir hier eintragen. Ob das jetzt hier so überall Sinn macht, dass man für 50, also dass man für die 5041 hier Ernährung, die Vorlesung Grundlagen sind immer gut, 5216 Biologie braucht man dafür Ernährung, meinetwegen, 5052 Wasserpflanzen braucht man da, 5043 die Eulenvögel, na wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hätte ich mir doch die Vorlesung besser aussuchen sollen. Also Sie sehen, worum es hier geht, ne? Nachfolger und Vorgänger bei dem Voraussetzen. Wir hatten keine eigenen Attribute, aber bei der Überführung M zu M, da müssen wir eben die als Attribute die Schlüssel von denen nehmen, zwischen denen die Relationship besteht. Die Relationship, die war da oben voraussetzen. Wir haben also Attribute von Vorlesungen und ja, zwei Spalten, weil eine zweistellige Relation. Bei einer fünfstelligen Relation wären es fünf Spalten, die wir da haben müssten. So, jetzt haben wir also die M-zu-N-Relationships auch erledigt in Anführungszeichen, abgearbeitet. Und die können wir auch mechanisch erzeugen. Wir müssen nur in unser Diagramm reinschauen und dann können wir die machen. Ganz, ganz einfach. Prüfen eine dreistellige Relation und hier eine Note. Also, bitteschön, dreistellige Relation, die drei Attribute, Schlüsselattribute und da hinten noch das Attribut Note. Vier Spalten, hier ist die Tabelle dieser Relation fertig. Jetzt müssen wir uns noch um das 1 zu n kümmern. Und dafür brauchen wir, und das ist jetzt auch noch ganz interessant, wir brauchen keine eigene Tabelle zu erzeugen. Wir integrieren diesen 1-Typ in das Relationsschema des N-Typs. Ich halte mehrere Vorlesungen. Also trage ich bei jeder Vorlesung meinen Schlüssel ein. Ich muss die Vorlesung nur erweitern, um den, der sie hält. Wo haben wir sie denn, die Vorlesung? Vorlesungsnummer, Titel, Semesterwochenstunden, das waren die Attribute, die sich irgendwie so natürlich ergeben haben. Und jetzt noch der Leser, der kommt hier hinten dazu als weitere Spalte. Und das habe ich hier formuliert. Integration des 1-Entity-Typen, 1 zu n, ich halte die Vorlesung, in das Relationsschema der Vorlesung, die ich halte. Der Primärschlüssel des 1-Entity-Typs, mein Primärschlüssel, kommt als Fremdschlüssel noch zu der Vorlesung dazu. Wir brauchen, wir könnten da auch, und die, wenn es noch Attribute gibt dafür, hält sie nur bei schönem Wetter oder was Ähnliches, dann könnte man da auch noch was integrieren, also die Attribute des Relationship-Typs da drin in dieser Tabelle von diesem N-Entity-Typ auch noch integrieren, weil es ja dann pro Zeile auch nur nicht mehrere gibt, sondern eben nur die Bedingung, unter der ich das halte, dazu gibt. Und auch die 1 zu 1 Relationship-Typen, die kann man auch integrieren, indem man den 1-Entity-Typ in den anderen 1-Entity-Typ einträgt. Auch hier wieder den Primärschlüssel nehmen, als Fremdschlüssel da reinstecken und die Attribute auch wieder so integrieren.
Und Sie sehen jetzt, wir haben jetzt hier ja, die mehrstelligen Relationship-Typen analog zu den M-zu-N-Typen. Ne? Also wenn wir 1 zu M zu N haben oder so ähnlich, dann müssen wir die so wie hier verarzten. Wir haben jetzt hier eine Abbildungsvorschrift. Wir können jetzt ganz mechanisch vorgehen. Und die Relationships abbilden in Tabellen. Die Entities waren eh schon Tabellen und die Relationships, die werden zu Tabellen mit dieser Abbildungsvorschrift. Was übrig bleibt von unserem Diagramm hier, von dem da, das sind Tabellen, 7 Stück. Relationships, Relationen, 7 Stück. Also wir haben die Relation Assistent, da steht die Personalnummer als Primärschlüssel, da steht der Name, da steht das Gebiet, ne, der forscht auf Fischen, der bei Blumen und so weiter. Und hier den, für den Sie arbeiten. Das war so eine Relation, arbeitet für. Ne, so eine. Schauen wir nochmal zurück. N zu 1 Relation, N zu 1. Das heißt, der, für den Sie arbeiten, der wird hier bei den Assistenten eingetragen. Und voilà, da ist er eingetragen. Bei dem Professor, da braucht man nichts dazu einzutragen, der war ja immer der, der da als Einser dasteht. Also nehmen wir nur seine Attribute. Hier auch wieder den Schlüssel, den Namen, Rang und den Raum. Und bei Studenten, da der war, die waren nur in solchen M-zu-N-Relationen noch dabei, Relationship-Typen dabei, also Matrikelnummer, Name und Semester reicht aus. So, da oben noch die Vorlesungen. Die waren, ach so, ja. Relationales Datenmodell. RDM. Da oben. Die Überführung vom Entity-Relationship-Modell in das Relational Data Model. Relationales Datenmodell. Steht das hier vielleicht auch irgendwo? Ja, da steht relationales Datenmodell. Da steht es nochmal. Da hätte ich vielleicht noch dahinter in Klammern schreiben sollen. RDM. Wo waren wir denn jetzt? So, da war ich. Bei den Vorlesungen. Die Vorlesungen, die haben 3 Attribute. Die Nummer, den Titel und die Semesterwochenstunden. Weil wir aber noch diese 1 zu N Relation lesen, also Vorlesung halten, unterbringen müssen, tragen wir die hier hinten ein. Und da steht dann der Primärschlüssel von dem, der sie liest. Jetzt sind wir die Relation arbeitet für und lesen, die sind wir jetzt auch, die haben wir jetzt auch schon verarztet. Also 2 von den 5 haben wir weg. Jetzt gehen wir weiter, gehen wir nochmal zurück, gucken. Diese hier, die N zu M, das muss auf jeden Fall eine eigene Tabelle geben. Diese hier, die prüfen, N zu M, das braucht auch eine eigene Tabelle, weil ja keine Einser da drin stehen. Ne? Und hier, N zu M, das Hören, braucht auch eine eigene Tabelle. Aber diese Tabellen, die ergeben sich auch irgendwie total straightforward. Und wir haben hier von den Schlüssel, hier von den Schlüssel, hier von den Schlüssel und die Note als Attribut. Wir sollten jetzt also 4 Spalten hier wiederfinden. Beim Prüfen. Matrikelnummer, Student, Vorlesungsnummer, worüber er sich prüfen lässt oder sie sich prüfen lässt und die Personalnummer und dann hier hinten noch eine Note. Das Voraussetzen, das haben wir schon diskutiert, da hatten wir ja nur die beiden beteiligten Schlüssel, das war eine zweistellige Relationship, also haben wir vorher und hinterher 2 Spalten und hier bei dem Hören, das war auch zweistellig, hatte keine Attribute, keine weiteren
also auch hier nur diese beiden Spalten. Die Überführung von diesem nicht übermäßig schwierigen ERM, Entity Relationship Model, in das Datenbankmodell, in das Relationenmodell, ist uns also ziemlich stressfrei gelungen. Und das ist schön, dass das so mechanisch geht. Das kann also, wenn man die Beschreibung richtig macht, kann das Relationenmodell daraus generiert werden. Und wir werden dann sehen, wie man aus diesem Relationenmodell dann ganz einfach mit so einer Datenbanksprache, das müssen wir nächste Woche machen, wie das überführt werden kann in die Tabellen, wie daraus die Tabellen erzeugt werden können. Das machen wir auch nächste Woche noch. Jetzt möchte ich ja hier noch, so ein schematisches Diagramm Ihnen noch präsentieren, die Zeichnung von dem Datenbanksystem. In dem Datenbanksystem haben wir den eigentlichen Server. Das ist eine dicke Festplatte, wenn es geht, ausfallsicher, redundant ausgelegt, RAID und was weiß ich nicht noch alles. Und hocheffizient natürlich, super schnell. Da gibt es Firmen, bei denen man solche Datenbankserver kaufen kann. Und dann brauchen wir noch das, was man gerne so die Datenbankmaschine nennt. Das ist ein Stück Software. Und zu der Software braucht es auch noch ein bisschen einen Prozessor, auf dem das ausgeführt werden kann. Und der soll, wenn es geht, auch kräftig genug sein, um die vielen Anfragen, die hier und hier und hier kommen, um die schnell bearbeiten zu können. Also einerseits, die Festplatte muss schnell sein, die Speicherstrukturen auf der Festplatte müssen schnell sein. Und zweitens, der Prozessor muss hier schnell sein. Und natürlich muss das Programm auch halbwegs effizient programmiert sein. Bei dem Programm ist aber auch ganz wichtig, dass das hier läuft, dieser blaue Kasten, dass der die Transformationen, die ich hier aufgeschrieben habe, die der Herr Kort angegeben hat, von denen man dann zeigen kann, dass sie die Datenbank nur konsistent verändern, dass sie die auch richtig durchführen. Also richtig implementieren, formulieren wir es mal so. Richtig implementieren. Und ausfallsicher soll es auch sein. Und hier dann, dazu können wir uns dann in irgendeinem Datencenter redundante Netzteile vorstellen und einen Notstromgenerator, der dafür sorgt, dass das, was hier im Speicher liegt, wenn der Strom ausfällt, noch hierhin zurückgeschrieben wird und. Ich meine, das ist solchen Firmen, die eine große Datenbank haben, natürlich ungeheuer wichtig, dass die Datenbank dann auch konsistent hierhin zurückgeschrieben werden kann. Denn aus Effizienzgründen muss man natürlich hier schon ein bisschen cachen. So, mit dieser Datenbank, mit dieser Datenbankmaschine, die hat eventuell gar keinen Bildschirm, die existiert nur irgendwo in einem Rack drin, in irgendeinem Rechenzentrum. Mit der spricht man zum Beispiel übers Internet. Wir haben also hier ein Anwendungsprogramm in irgendeinem Klientenrechner laufen, das Buchungssystem, da sitzt also irgendeine Person davor, die hat außerdem noch so einen Telefonhörer so ums Ohr und die wird dann angerufen und dann sagt man, man möchte einen Flug von Dresden nach Orlando oder so ähnlich haben, wir wollen ja Urlaub fliegen, und dann werden diese einzelnen Zwischenflüge da von dem Buchungssystem gebucht. Das Buchungssystem muss sich darum kümmern, dass hier die einzelnen Teilflüge von hier, von Dresden nach Frankfurt, von Frankfurt nach New York und von New York nach Orlando sauber gebucht werden und dass nicht nur einer von den dreien gebucht wird, oder zwei, sodass wir dann irgendwo in New York am Flugplatz stehen und nicht mehr nach Orlando kommen. Diese Business-Logik, die steckt hier drin, die verfügbaren Flüge und die Beziehung, um von A nach B zu kommen, wo muss man da lang fliegen, das steckt in der Datenbank selber drin. Ja, das ist vielleicht auch nochmal, das ist entweder direkt im selben Computer oder vielleicht ist das Buchungssystem über ein Netzwerk hier an dieses Anwendungsprogramm angebunden. Die sprechen mit der Datenbank über etwas, über so eine
Datenmanipulationssprache, Data Manipulation Language, und wir werden uns das dann anschauen. Das wird dann in unserem Fall das SQL sein, SQL eigentlich ausgesprochen. SQL sagt man nicht. Man sagt eigentlich SQL. Was das bedeutet, SQL, das werden wir auch noch drüber sprechen. Und hier habe ich noch so einen weiteren Klienten, und natürlich sollen das ganz, ganz viele Klienten sein können, die an so einer dicken Datenbank dranhängen und gleichzeitig da arbeiten können. Und all die Transformationen, die da machen, die sollen das hier nicht durcheinander bringen. Da steckt noch eine ganze Menge weiteres dahinter, über das ich hier nicht sprechen will. Und was es dann als letztes noch gibt, das Datenbankentwurfswerkzeug, das über so eine Data Definition Language, da kann man auch SQL nehmen, mit der Datenbank spricht und die entsprechenden Tabellen generiert und so weiter und so weiter. Die Inhalte, die müssen hier von den Klienten aus erfasst werden. Beispiele für solche Datenbanken, naja, wenn Sie irgendeine Serverversion von Windows kaufen oder so ähnlich, da gibt es schon das Microsoft dabei, beziehungsweise das gibt es sogar bei den Klientenversionen von Windows und so ein Microsoft Access dabei. Früher war mal DBase ganz beliebt. Heutzutage sind das hier kommerzielle Produkte, also dieses Oracle, das ist eine Riesenfirma, die Milliarden Umsätze macht, die verkaufen sowohl die Software als auch die Hardware hier drumherum, die haben diese Firma Sun mal aufgekauft, Ingress, Informix, Adabas, Sybase und so weiter. Es gibt auch ein paar kostenlose Datenbanken, zum Beispiel dieses MySQL oder Postgres oder das DB2. Das hier vorne, das ist ziemlich populär, dieses MySQL, MySQL. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass das, wenn man da mehr als 50 oder 100.000 Datensätze drin hat, dass es ein bisschen langsam wird. Das DB2 ist schwieriger zu administrieren, heißt es, sagt man, alles Konjunktiv, Zitat. Dafür aber wird das wohl mit großen Datenmengen einfacher fertig, also mit großen Relationen und so weiter einfacher fertig. Damit will ich jetzt heute mal Schluss machen und wir amüsieren uns beim nächsten Mal mit dem da, dem SQL, der Structured Query Language. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend und eine angenehme Woche, bis wir uns Dienstag um 9.15 Uhr hier zum Endspurt wieder treffen. Auf Wiedersehen.